Alle! Pikuniku ist mal wieder am Start und wir haben hier unseren Stift auf dem Kopf. Den können wir theoretischerweise langsam, aber sicher tatsächlich wahrscheinlich auch mal entfernen. Das heißt, wir gehen mal hier in unser anderes Menü und nehmen mal keinen Kopf mehr. So, dort oben ist tatsächlich eine Münze. Mal gucken, wie wir die erreichen. Irgendwie kommen wir da nicht so ganz richtig dran. Wir könnten theoretisch hier diesen Stein hier nehmen. Den hier zur Seite kicken. Ne? So, einmal hier nochmal. Zack. Komm schon, kick ihn weg. Jawohl, ein bisschen höher, ein bisschen höher. Nee, funktioniert doch nicht. Wir sind doch nicht stark genug. Jetzt lernen wir tatsächlich sogar was Neues. Und zwar drücke in der Luft X, um dich an einem Haken festzuhalten. Wow, okay, ich verstehe. Wir können uns jetzt tatsächlich an den Haken weiter entlang hangeln und entlang transportieren. Und hier können wir einen riesigen Stein runterfallen lassen, ne? Und blub, auf dem tatsächlich drauffallen. Der uns dabei hilft, weiterzukommen hier in dieser Welt. Ich muss sagen, ich habe diesen kleinen roten Freund schon etwas in mein Herz geschlossen. Weil er nämlich einfach so lange Beine hat. Irgendwie finde ich das cool. Und hier unten scheint es irgendwie ein komisches Zickzackgewölbe zu geben. Aha, was einen geheimen Weg zeigt zu einer Höhle. Und wir wissen ja, in Pikuniku gibt es einige Höhlen, die wir so einfach mal entdecken können. So, müssen wir hier vielleicht nochmal die Münze kurz schnacken. So, und einmal kurz hoch die Tür auftreten. Und dann... Und hier haben wir eine Wolke, beziehungsweise, oh, Pflanzen, die ganz hoch gehen können. Sehr kreativ. Das Ganze erinnert mich ein bisschen an Mario. So, aber irgendwie ein cooler und irgendwie sehr kreativ gestaltet. Oh was, wie sollen wir da denn hochkommen? What the fishery do? Das sind ja richtig hohe Wolken. Oh, okay, es gibt eine Wolke, die hier herumreißt. Das ist natürlich sehr interessant. Hui! Nicht zu vergessen. Es gibt immer die guten Wolken. Und hier kann man sich einfach ein bisschen fortbewegen, bis man bei Sam's Pottery ist. Und ich glaube, Potteries stellen wahrscheinlich Blumentöpfe her. Gucken wir mal, ob wir die dort finden. So, hoho, ja. Das sieht mir auf jeden Fall nach einem wunderbaren Blumentopfladen aus. Mit vielen verschiedenen Vasen. Oh, Hallöchen. Willkommen in meiner Töpferwarengalerie. Ich bin Sam, die örtliche Töpferin. Diese Töpferwaren habe ich alle selbst hergestellt. Nimm dir ruhig Zeit dafür. Okay. Whoopsie. Oh. Whoopsie. Oder Whoopsie. Oder Whoopsie. Oder... Sag mal, wird die eigentlich böse? Das habe ich nicht gewollt. Es war aus Versehen. Ich bin einfach der Elefant im Porzellanladen. Tut mir leid. Ach, naja, vielleicht sind Töpfer waren dazu bestimmt kaputt zu gehen. Oh, die Arme. Oh, das habe ich nicht so gemeint. Okay. Gut, das mit den Töpfer waren, das war wahrscheinlich nichts. Ich möchte jetzt nicht, dass sie irgendwie sauer auf uns ist, aber draußen war tatsächlich ein Geschenk für uns. Und zwar eine Trophäe von Sam. Cool, man kann also immer Trophäen von Charakteren sammeln, was ich sehr, sehr cool finde. Wir gehen mal weiter und haben hier eine riesige Wolke. Okay, wir sind jetzt Erkunde die Welt. Jetzt sind wir in einer Art, naja, wie soll ich sagen? Baumwald gelandet? Naja, ein Wald hat es eigentlich schon immer in sich und eigentlich hat ein Wald auch immer Bäume, deswegen kann man es auch Baumland nennen. Ich bin mir relativ sicher, dass man die bestimmt irgendwo anpflanzen kann. Das war knapp. Oh, die roden den Wald. Ich hab's gewusst, Mann. Ich hab's gewusst. Das sind einfach wirtschaftliche Typen, die den ganzen Wald und die ganze Natur ausbeuten wollen für ihren eigenen Profit. Das müssen wir unterbinden. Dieser Roboter fällt den gesamten Wald. Was für ein Penner. Ist echt ein Penner. Und jetzt sitzen meine Freunde fest. Geh und rette sie. Oh, Mann. Hilf den festsitzenden Dorfbewohnern. Eins von zwei. Okay. Nun gut, spielen wir jetzt mal in dieser Hinsicht den Superhelden, ne? Und gucken mal, dass wir hier ein bisschen durchkommen. Irgendwie. Und nehmen mal hier ein paar Münzchen mit. Wuppa! Wuppa! So lay. Das Wasser in diesem Level sieht etwas, naja, gewöhnungsbedürftig aus, würde ich mal sagen. Und da oben haben wir nochmal einen Vogel. Oh nein! Hilfe! Okay. Gut, mein Kumpel, ich werde dir helfen. Es ist anscheinend eine Art kleines Rätsel, was wir hier auch zu lösen haben. Mit Zahnrädern. Sprich also, bewege das Zahnrad und bewege die Welt. Hier drauf springen, da drauf springen, dann hier einmal... Oh! Oh!
die Brücke einfach richtig hinlegen und dann haben wir ihn. Ah, du hast mich gerettet. Danke, der blöde Roboter hat mich überrumpelt. Ich dachte schon, ich würde nie von diesem Baum runterkommen. Okay, alles klar. Ciao, grünes Blatt. Okay, Hauptaufgabe. Hilfe den festsitzenden Dorfbewohnern 2 von 2. Okay, das heißt, das war jetzt erst der leichte Tobak und jetzt wird's hart. Ah, dieser große Felsen versperrt den Weg. Okay. Bro, ich hab das. Pass auf! Wow, ein Kiefernzapfen. Was passiert da? Oh, alles klar, ist eine Granate. Selbstverständlich. Wow. Gibt's doch nichts Besseres als explodierende Tannenzapfen, wenn was Größeres zerstört werden muss. Gut, einer wäre gerettet. Einer fehlt noch. Okay. Das heißt also, wir müssen noch einen weiteren Broski finden, den wir irgendwie bewahren und retten müssen. Hilfe den festsitzenden Dorfbewohner. Hey du, hilf mir hier runterzukommen. Nicht mal bitte, sagt er, nicht mal bitte. Und hier, blub, weiter geht's. Was? Was macht die Eule da oben? Die scheint irgendwie zu schlafen. Hey, Eule, wach mal auf. Wow, die fliegt einfach hoch. What? Wow, ich kenne dich nicht, aber du hast mich gerettet. Vielen Dank, Mann. Kein Problem, Bro, kein Problem, kein Problem. Hauptaufgabe, begib dich zum Treffpunkt. Oh, es gibt jetzt einen Treffpunkt tatsächlich mit den Leuten, die wir da gerettet haben. Uiuiui. Schauen wir mal weiter und gucken, was wir da haben. Die drei guten Freunde. Gut. Die Truppe ist vollzählig. Lasst uns ins Dorf zurückkehren. Oh, wow. Oh nein. Es ist eine Katastrophe. Der Roboter ist noch da. Okay. Klingt für uns auf jeden Fall nach einer ganz miesen Geschichte. Wir gucken aber, dass wir das irgendwie geregelt bekommen. Was können wir tun? Ich habe eine Idee. Hey, du. Hallo. Guten Tag. Hui. Danke für deine Hilfe. Würde es dir was ausmachen, noch eine letzte Sache für uns zu erledigen? Hier, tritt einfach das ganze Ding weg. Ist das etwa die heilige Tannenzapfengranate? Ding! Oh, 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 oh! Was für ein perfekter, wow, Angriff auf diese böse Wolke. Okay, das heißt, wir wissen also, dass wir mit diesen Kiefernzapfen gegen diese Wolke ankommen können. Das war super. Psst, was? Es wirkt nützlich. Vielleicht kann er uns helfen. Ganztags oder so. Ich weiß nicht. Wir kennen weder ihn noch seine Motive. Naja, wir sind eigentlich ganz korrekt. Vielleicht können wir ihn auf die Probe stellen. Sehen, wozu er wirklich in der Lage ist. Warte mal. Also gut. Hey, du wirkst hilfsbereit. Vielleicht interessierst du dich für unsere Organisation. Triff uns doch im Club. Was? Es gibt einen Club? Oh no. Gut, gut, gut. Begib dich zum Club. Habe ich jetzt nicht gedacht, dass wir da heute hingehen. Aber wahrscheinlich gehen wir heute ein bisschen clubben. Boah, erstmal hier durch die Matschebrühe springen. Und erstmal gucken, wo dieser Club überhaupt ist. Wir können da einmal whoop, mit diesem... Oh, was ist das? Ein Eichhörnchen einfach. Lass mal das Eichhörnchen berühren. Oh, es ist weg. Mist. Also, hier können wir einmal hochhüpfen. Jawohlski. Hey, und da ist ein Basketballkorb. Lass mal da reinspringen. Yeah. Nice. Okay, da oben ist der Club. Und hier ist ein Soda-Automat. Hier sind einfach so Flaschen und Dosen. Was hat das hier zu suchen? Aber wir müssen wahrscheinlich da irgendwie hochkommen. Oh, und hier ist wahrscheinlich der Eingang. Okay, wir benötigen hierfür ein paar Teile, so wie es aussieht. Dieses große Gesicht ist in unserem Dorfzentrum. Manchmal versammeln wir uns hier nachts und machen irgendwas. Einige behaupten, das bringe Glück. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich reiße mir immer Splitter ein. Okay. Ach so, wait. Nein, 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 nein. Da habe ich was falsch verstanden. Es wird kein Dreieck gesucht. Es wird tatsächlich der Holzhut gesucht. Deswegen einmal drücken. Dieses große Gesicht ist unser Dorfzentrum. Ja, 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 ja. Ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Ich möchte nicht reden. So, einmal hier. Blub. Und zeichnen. So, dann können wir hier vielleicht mal... So, einmal hier ein richtig schönes Gesicht zeichnen. Jawohl. Schönes Ding. Bestätigen. Wow. Diese Zeichnung von dir, die ist das Besondere. Dankeschön. Vielen Dank. Und was hilft das jetzt? Also, kann man damit irgendwas anstellen? Ist das jetzt gut gewesen oder nicht? Naja, ich werde mal nicht mal darüber sprechen. Wir haben blub, einmal hier das Ding, einmal da das Ding und X zum Reingehen. Hallöchen, tut mir leid, ich habe viel zu tun. Ich versuche einen Titel für mein nächstes Album fertigzustellen. Ich habe es fast geschafft. Ach warte, möchtest du mir helfen? Es ist schon so spät und ja, okay, komm, ich helfe dir. Prima, ich bereite alles vor. Oh, was? Wir singen? Okay, nice, nice. Okay, gut, ich bin soweit. Du musst zum richtigen Zeitpunkt gegen diese Hupe treten, wenn der rote Kreis über dem gelben Rechteck ist, ja? Los. Ja! Yeah! Jawohl! Perfekt.
das war große Klasse. Gut, Augenblick, lass mich das überarbeiten. Oh, was? Er ist ein richtiger DJ? Das ist, genauso habe ich Fishgang und auch Rappin' das gleiche aufgenommen. Es ist wirklich ein Meisterwerk. Hier, hör selbst. Oh mein Gott, wir haben einfach einen Song gemacht. Sehr nice. Guter Track, guter Track. Oh, oh Gott. Ich habe mein Mikrofon gegen die Nase bekommen. Was meinst du? Dein Beitrag ergänzt den Mix echt super. Alter, das ist richtig gut. Wirklich richtig gut. Ja, ich weiß. Wie dem auch sei. Danke für deine Hilfe. Hier, betrachte das als deine Tantiemen. Oh, Blumenhut. Nice, Mann. Da wird erstmal der Blumenhut gerockt. Das sieht ja richtig cool aus, Mann. Oh. Cool. Gehen wir mal weiter in diesem Spiel und müssen hier X drücken, um uns hier zum Sunshine Club tatsächlich vorzubewegen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da überhaupt rein wollen. Hallo! Möchtest du in den Sunshine Club? Ja, Mann. Gut, danke. Lass mich erst deine Aufmachung analysieren. Bitte halt still. Na, wie findest du mich? Sieht cool aus, oder? Ich bin eine Berechnung läuft, nicht bewegen. Ich bin eine Blume, Mann. Lass mich doch rein. Schwere Berechnung nicht bewegen. Wie es scheint, hast du nicht genug Stil für diesen Club. Komm wieder, wenn du weißt, was Stil ist. Was? Du willst mir... Weißt du, was unserem Spieler fehlt? Der Aerosol. Donut Hoodie. Aber den hat er nicht. Damit wäre er sicherlich reingekommen. Hast du den Tanzkönig im Club gesehen? Der hat was drauf. Ich wünschte, ich könnte so tanzen. Ich glaube, wir mussten auch gar nicht in diesen Sunshine Club, sondern wahrscheinlich eher in diesen Club hier, oder? Oh! Oh, was? Yo! Wir können einfach die Farbe wechseln. Oh, nice, Mann. Diese Blumen sind ja richtig cool. Okay. Ist das hier der Club? Warum hat der Typ hier einen kaputten Toaster? Hallo, du junger Freund. Hallo, ich glaube, mit meinem Toaster stimmt was nicht. Kannst du das mal ansehen? Überprüfe, was mit dem Toaster nicht stimmt. Ich habe ein bisschen Sorge um diesen Toaster, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, wir toasten uns mal. Oder wir treten einfach dagegen. Oh, jawohl, da fliegen fünf Toasts herum. Warum? Ha. Und jetzt fusionieren sie sich. Und jetzt ist ein Supertoast raus geworden. Was? Wer wagt es, mich aus meinem Schlummer zu reißen? Das soll der miese Täter büßen. Ja, irgendwas stimmt ja definitiv nicht. Ja, habe ich auch das Gefühl. Betritt Toasttopia. Wir gehen jetzt in eine... Wir gehen jetzt in eine Toast-Welt. Nun gut. Hauptaufgabe, hübsche dich auf. Wer mich aus dem Schlummer riss, soll sein Verderben finden. Was? Finde den Weg aus Toasttopia heraus. Wir sind einfach in einer Toast-Dimension. Oh mein Gott. Wie bist du denn hierher gekommen? Falls es dir zu schwierig wird, kann ich dich hier rausbringen. Aber Vorsicht, wenn du je zurückkommst, musst du von vorne beginnen. Wir werden Toasttopia durchspielen. Ich bin nämlich ein Veteran. Kann uns... Oh, was? Wir können hier sterben. Okay, ich verstehe. Das ist jetzt das Level für Pros, Mann. Okay, das ist eine Herausforderung, die ich auf jeden Fall annehme. Okay, ganz cool, ganz cool. Okay, ich merke es auf jeden Fall. Toasttopia ist auf jeden Fall nicht für leichtgestrickte. Nicht für leichtgestrickte Toasts. So. Okay, ich verstehe. So. Okay, nice, 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 nice. Was geht hier ab, Mann? Okay. So. Okay, und jetzt hier einfach. Zack. Schönes Ding. Da bist du ja, du Riesentoast. Wie stark du auch sein magst, meine Kinder werden dich überwinden. Was? Du bist Familienvater? So, nice. Okay, 1, 2. Oh, wie viele Toasts sind hier denn? So. Ah! Oh, was? Ich kann mich vielleicht da durchrollen. Was? Ich kann mich ja durchrollen. Ich wusste gar nicht, dass ich mich überhaupt rollen kann. Oh, Mann, nö. Da habe ich dich, du Toast. Okay. Na schön, ich habe ehrlich nicht gedacht, dass du so weit kommen würdest. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt von deiner Entschlossenheit. Vielleicht hast du mich doch aus gutem Grund geweckt. Ich weiß nicht. Da ich nicht mit Besuch rechnete, habe ich nichts vorbereitet und kann weder Tee noch Musik anbieten. Wir beide sind dann wohl auf uns gestellt, ewig hier zusammengesperrt. Mach's dir ruhig bequem. Was? Ich werde mir gar nichts hier bequem machen. Ich werde jetzt diesen Stecker da hinten ziehen und dann ist vorbei. Guck mich nicht so an. So, tschüss. So, das war's mit Toast. Nein! Was hast du getan? Ich habe einfach den Stecker gezogen aus der Toastwelt. Jetzt wird hier niemand mehr getoastet. Das war die Toastwelt. Was bekomme ich jetzt dafür? Hauptaufgabe. Hübsche dich auf. Ich schätze, ich werde wohl für eine Weile auf Toast verzichten. Okay. Tschüssi. Das war eine ganz komische Erfahrung, die ich da gerade gemacht habe. Wir haben hier noch diesen Shop. War ich da jetzt drin?
Ich glaube, das war der Porzellanladen. Nee, das war der andere. Oh, oh, oho. Ich verstehe. Wir brauchen den Jam, den Yo, den Chickadee-Doo. Möchtest du diese coole Brille kaufen? Yes. Sehr schön. Nice. Die Sonnenbrille glänzt. Damit kommen wir in den Club oben rein, dort, wo wir am Anfang abgelehnt wurden. Ne? Inzwischen sind wir also cool genug, um tatsächlich sogar einen Club betreten zu können. Nice, nice, nice. Danke, ade, ciao. Ich danke dir. Vielen Dank für die Sonnenbrille. So, gucken wir mal, wie nice wir aussehen, wenn wir tatsächlich unseren Style etwas ändern. Und zwar in super cool. Oh yeah. So, wir gehen mal hier wieder hoch. Lupa. So, dann haben wir hier noch ein Geschenkle. Jawohl. Ja, du hast die Toast-Trophäe bekommen. Der dämonische Toast. Nice. So, und jetzt würde ich mal sagen, komme ich hier auf jeden Fall in den Sunshine Club. Möchtest du in den Sunshine Club? Oh je, du musst mich reinlassen. Ich bin cool genug, Mann. Guck mich doch mal an. Noch cooler geht nicht. Ah, verstehe. Hast es gecheckt, Mann. Du hast dich für den Minimal Chic Look entschieden. Na klar, du darfst rein. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, dieser Trend ist sowas von überholt, aber du wirkst etwas verzweifelt. Bitte komm rein. Haha, hab ich doch gesagt. Jetzt geht's in den Club.